mal erläutern, was facettierte Navigation eigentlich ist. Mitunter wird es auch facettierte Suche genannt. Ich behaupte mal, jeder von euch hat sowas schon mal benutzt. Die meisten wissen nur nicht, dass das Ding so einen Namen hat. Und ich möchte euch gerne zeigen, wie man mithilfe einiger Tools das auch für seinen eigenen WordPress-Content benutzen kann. Ich bin Frank, ich mache ganz viel mit WordPress. Kann man, wer mag, darf das gerne mal nachlesen. Folien gibt es eh irgendwie online. Hinterher alles bei mir auf staude.net. Was ich zeigen möchte, grundsätzlich, was ist überhaupt facettierte Navigation? Welche Werkzeuge benutze ich oder können wir benutzen, um das mit WordPress zu verheiraten? Wie sieht mal eine reale Anwendung aus bei einem Beispiel, bei einem Beispielsystem, was ich aufgesetzt habe, weil ich da, wo ich es real gemacht habe, da darf ich leider nicht drüber reden und das darf ich nicht zeigen. Und noch so zum Schluss nochmal so den einen oder den anderen Hinweis, wenn ihr euch da selber mit beschäftigen möchtet, worauf es gilt zu achten oder was ganz hilfreich wäre. Was wir momentan bei den meisten Webseiten haben, ist halt eine Suche. Da hat man oben so einen Suchschlitz, da gibt man was rein und dann landen wir irgendwo zwischen. Es gibt 1 Milliarde Treffer. Dann weiß ich, okay, ich muss mal ein bisschen detaillierter suchen. Und irgendwann sagt er mir, jetzt gibt es keine Treffer mehr. Meistens liege ich irgendwo dazwischen, habe aber keine Chance, diese lange Liste, die ich bekommen habe an Suchergebnissen, irgendwie vernünftig einzugrenzen. Ja, ich kann bei Google natürlich noch sagen, erweitert, zeig mir mal bitte nur Treffer aus Deutschland und vielleicht auch noch nur die Treffer des letzten Jahres, weil ich jetzt natürlich nicht zu der Suchanfrage, die ich gestellt habe, die Ergebnisse oder die Webseiten haben möchte, die jetzt 3 Jahre alt sind, weil das war vielleicht ein WordPress-Problem, was von vor 3 Versionen oder vor 5 Versionen, das interessiert mich ja nicht. Aber letzten Endes ist es immer begrenzt und die wenigsten wissen das überhaupt. Und selbst das, dann betrifft das ja auch noch die Suche bei Google. Da habe ich natürlich bei der Suche auf meiner eigenen Webseite herzlich wenig davon. Und warum möchte ich das eigentlich? Ich möchte natürlich, dass meine User möglichst was finden. Und zwar, dass sie was finden. Mein Artikel, vielleicht sogar mein Produkt, wenn ich was verkaufe. Was ich nicht möchte, ist, dass sie weggehen, weil sie frustriert sind. Also außer es ist das Geschäftsmodell. Die Älteren unter euch erinnern sich vielleicht an diese Webseite. Da war es das Geschäftsmodell. Es gab einen Kosten, also für die, die noch nicht so alt sind. Das ist eine Software, mit der man irgendwie Audio und Video geguckt hat. Früher, das nannte sich RealPlayer. Das gab es in einer kostenlosen Version, die war aber gut versteckt. Ja, da steht ganz groß Download Now. Und trotzdem musste man sich dann um 5 Unterseiten durchkämpfen, bis man wirklich die kostenlose Version gefunden hat. Weil alles andere ging dann immer auf die Pro-Version, die natürlich Geld gekostet hat. Also die hieß Plus, nicht Pro. Ich bitte zu entschuldigen, dass ich ab und zu mal huste. Bin noch so ein bisschen angeschlagen. Jetzt die erste Woche, wo ich wieder halbwegs fit bin. Ich war jetzt gerade 5 Wochen mit einer Lungenentzündung außer Gefecht. Hab's aber noch pünktlich geschafft, hierher zu kommen. Also facettierte Navigation. Ich habe gesagt, jeder von euch behauptet, ich hatte sowas schon mal gesehen. Das ist das, was ihr bei Google zum Beispiel habt. Wenn man bei Google auf der Startseite gibt es natürlich nur eine Auflistung von Dingen. Da gibt es dann Rubriken. Und wenn man in so eine Rubrik mal reingeht, dann wird es dann irgendwann spannend. Ich habe jetzt mal exemplarisch Wein ausgewählt. Dann sagt er uns als erstes so, knapp 47.000 Ergebnisse. Natürlich ein bisschen viel. Frage ist, wie komme ich jetzt also möglichst schnell, also wie kriege ich möglichst schnell diese 47.000 Ergebnisse irgendwie so weit zusammengeschrumpft, dass ich selber irgendwie eine Auswahl treffen kann. Und da haben sich dann schlaue Leute überlegt und gesagt, so Wein, genau wie alles andere, die haben Eigenschaften. Und die kann man halt so zusammen filtern. Ja, also haben wir hier an der Seite, hier bei dem Wein, also es gibt so grundsätzlich eine Sorte, Rotwein, Weißwein, Rosé. Es gibt so Süßegrad, es gibt Rebsorten, das sind alles einzelne. Und da haben wir schon diesen Begriff, das sind Facetten. Also Eigenschaften eines Objektes, die Werte haben, die untereinander auch nichts miteinander zu tun haben.
Und wenn ich jetzt zum Beispiel als erstes mal sage, okay, dann möchte ich mal, fangen wir mal an, ich möchte erstmal einen Wein aus Deutschland. Das wäre so das Erste. Wir haben es immer schon mal eingegrenzt auf knapp 13.000. Und eine Besonderheit von diesen Facetten, das sieht man hier auch sehr, sehr schön, ist, dass ich halt zu jedem Filter, den ich dazu schalten kann, immer gleich anzeigt, wie viele Treffer gibt es dann noch, was erwartet mich da. Also das heißt, ich habe jetzt momentan, wie wir da oben sehen, 13.000 noch in meinem Suchergebnis. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, ich möchte ein Mischpaket haben, dann, was haben wir da? Mischpakete. Dann schränken wir das ein auf 93 Elemente. Zum Beispiel. Das heißt auch, und deshalb finde ich den Begriff facierte Navigation treffender, als wie es manchmal bezeichnet wird, facierte Suche. Es tauchen dort keine Filtermöglichkeiten mehr auf, wo es keine Treffer gibt. Also ich kann es filtern. Ich kann es so weit runterfiltern, dass ich vielleicht irgendwann nur noch einen einzigen Treffer habe, möglicherweise. Ich lande aber niemals in der Situation, dass ich irgendwas zusammengeklickt habe, wo es keine Treffer mehr gibt. Was ja genauso frustrierend ist wie irgendwie 100.000 Treffer. Ja, weil zu vielen sage ich, okay, ich muss es irgendwie weiter einschränken und das und das und das und das. Und dann dachte ich mir, nö, ist nicht mehr. Das gibt es nicht. Kann ich vermeiden. Weil sowas geht gar nicht bei diesen Konstrukten. Jetzt kann man halt noch weiter. Okay, also Deutschland und ein Weißwein aus Deutschland. Und machen wir nochmal weiter. Einen trockenen Weißwein. Sind wir jetzt noch bei 4.000. Also wir schon mal nur noch ein Zehntel von der Ausgangssituation. Und könnte mich jetzt halt immer noch weiter. Ist auch egal, in welcher Reihenfolge ich mir dieses Suchergebnis immer weiter zusammenfiltere. Also sprich, es gibt keine Hierarchie innerhalb dieser Facetten. Die sind unabhängig voneinander. Und jetzt, letzten Endes kennen wir es von allen großen Seiten. Ne? Also eBay benutzt das. Und Konzertkarten kaufen, Eventim benutzt sowas. Zalando hat es bis zum Relaunch relativ genauso gehabt. Inzwischen ist es ein bisschen aufgeweicht da. Kann das natürlich für, das ist eine Beispielseite für VU-Find, für die Software. Da wurden mal Bibliotheksdaten importiert. Heißt also zusammenfassend, Facetten beschreiben unterschiedliche Eigenschaften von einzelnen Objekten und die einzelnen Facetten haben keine Beziehung zueinander. Ja, also Farbe des Autos hat keine Beziehung zu was anderem. Und dann gucken wir uns mal an, mit welchen Werkzeugen wir sowas in WordPress implementieren können. Erstmal WordPress. Muss ich jetzt nichts weiter zu sagen, denke ich. Ja, das werden wir nicht hier. Das Wichtigste, das nächste ist dann Elasticsearch. Das ist eine Suchmaschine im weitesten Sinne. Wer sich so ein bisschen aus der Richtung Operations, DevOps kommt, kennt möglicherweise dann sehr häufig so den Begriff Elk-Stack. Der wird einem sehr schnell, sehr häufig um die Ohren geworfen. Elk bezieht sich dann auf Elasticsearch, Logstash und Kibana. Das sind drei Produkte, die alle von der Firma Elastic sind, die man runterladen kann und frei verwenden kann. Es gibt dann ein bisschen, ja, kann für Support bezahlen, man kann für Dienstleistung bezahlen. Es gibt auch kostenpflichtige Erweiterungen. Das Grundsätzliche ist aber kostenlos und kann man auch selber betreiben. Nur der Vollständigkeit halber, also Elastic ist im Prinzip die Suchmaschine, wo wir alles unsere Daten reintun werden und auch abfragen. Logstash ist ein Tool, wo man beliebige Logdateien nehmen kann, zum Beispiel die des Webservers und in Elasticsearch reinpumpt. Und Kibana ist ein Auswertungstool. Da kann man ganz nette Graphen, Auswertungen und sonst was mitmachen. Was man früher so mit Nagios zum Beispiel gemacht hat, kann man mit sowas erschlagen. Seitenabrufe, Auffälligkeiten des Servers, kann man theoretisch alles reinpumpen und mit sowas auswählen. Soll aber gar nicht das Thema heute sein. Also das Elasticsearch kann man runterladen, geht so auf den Mac oder Windows oder Linux einfach mal Tipppaket runterladen, entpacken, in das Verzeichnis reingehen und wenn man Java installiert hat, aufrufen. Läuft.
sofort, ohne Konfiguration. Hört standardmäßig dann auf Port 9200 auf der Maschine. Kann ich einfach per Curl, hat ein REST-Interface, liefert mir JSON zurück. Gleich, sieht man auch gleich das erste Problem. Kein Username, kein Passwort, gar nichts. Muss man sich selber drum kümmern. Genau wie bei vielen anderen Dingen. Wenn man da nicht wirklich drin steckt, sollte man sich im Zweifelsfall einen Dienstleister dafür suchen. Oder eine gehostete Variante in Betracht ziehen. Weil so einfach, wie ich das jetzt heruntergeladen und installiert habe und darauf zugreifen kann, dennoch so komplex ist das. Man kann riesige, verteilte Cluster damit bauen, die über mehrere Rechenzentren verteilt. Das, was ich hier heute zeige, das ist das Tool Pillepalle. Da lachen alle drüber. Wir waren jetzt gerade Dienstag auf der ElasticCon, war eine Veranstaltung, wo die halt mal so die neuen, mal gezeigt haben, was die neuen Versionen ihrer Tools so können. Da gab es dann auch einen langen Vortrag von verschiedenen Anwendern, was die so machen. Das ist dann so CERN, die dann mal Auswertungen mitfahren über Otto und Audi und sowas. Und das sind dann komplett andere Dimensionen. Aber es tut nichts zur Sache, aber grundsätzlich, das ist ein sehr, sehr komplexes Tool. Und lasst euch auf keinen Fall davon täuschen, dass runterladen, entpacken, aufrufen geht. Ja, ist so, geht. Aber es ist dann auch offen. Das kann ich für meine lokale Entwicklung machen oder mal zum Rumspielen. Aber ansonsten sollte ich mich da sehr, sehr intensiv mit auseinandersetzen mit dem Tool oder im Zweifelsfall einen Hoster suchen, der mir sowas bietet. Da gibt es schon welche, die mir ein gehostetes Elasticsearch bieten, mit dem ich dann reden kann. Grundsätzlich redet man halt so, indem man ihm irgendwie per REST halt was hinschickt und man kriegt JSON zurück. Gerade so beim Ausprobieren, wenn man selber so seine ersten Anfragen baut, ist das natürlich nur bedingt hilfreich. Deshalb wäre meine Empfehlung so als Gestes, das Elasticsearch Head Plugin zu installieren. Das ist ein Plugin direkt in Elasticsearch, was sich dann im Browser-Interface installiert. Das sieht dann ungefähr so aus. Da kann ich dann auch meine Anfragen interaktiv in dem Fenster mal eingeben, sehe gleich das Ergebnis, kann sie editieren, Sachen auf- und zuklappen. Das macht es ein wenig einfacher. Das ist das Wichtigste, also Elasticsearch ist das wichtigste Tool, ohne das geht gar nichts. Das nächste, was wir brauchen, also grundsätzlich, Elasticsearch ist nur für die Suche zuständig. Also wir haben WordPress nach wie vor, MySQL, da sind unsere ganzen Daten drin. Wir müssen WordPress dazu bringen, unsere Inhalte, unsere Beiträge zusätzlich in das Elasticsearch zu bringen. Und darüber werden dann die Suchanfragen abgefahren. Da gibt es ein paar Plugins inzwischen. Das, was mir am sinnvollsten erscheint oder was mir persönlich jetzt auch den besten Eindruck gemacht hatte, ist das Fantastic Elasticsearch als Plugin. Das konnte zu dem Zeitpunkt, als ich die Plugins getestet hatte, die es gibt, das meiste macht irgendwie, hat auch am ehesten den Eindruck gemacht, dass das Hand und Fuß hat, was da passiert. Sagen wir es mal so, als Dummy, nein, du musst es nicht. Was du machen kannst, ist, dass du die normale Suche dann einfach durch eine Suche im Elasticsearch umstellst. Das ist das, was dieses Plugin macht. Da gibt es einen Schalter, sagt er, statt der Standardsuche bitte auf einem Elasticsearch-Server suchen. Und es gibt auch eine Timeout-Einstellung, dass wenn der Elasticsearch-Server, ist ja ein externer Server dann in der Regel, innerhalb eines bestimmten Zeitraums nicht antwortet, dann Fallback auf die ursprüngliche Suche. Dann sieht dein Suchergebnis aber genauso aus wie vorher. Vielleicht ein bisschen besser, ein bisschen schöner, weil du im Elastic halt Ranking beeinflussen kannst, wie Felder funktionieren oder wie sie bewertet werden sollen. Vielleicht ein bisschen schneller, weil dein Datenbestand sehr groß ist. Aber damit kriegst du dann...
Für Elasticsearch, ja. Du kannst es auch selber hosten, also wenn du einen Root-Server hast, wo ein Java drauf ist und du weißt, was du tust und du bereit bist, dich da wirklich einzuarbeiten, dann kannst du das tun. Nochmal, es ist ein unglaublich sehr, sehr komplexes Produkt. Und es lässt sich nicht davon täuschen, runterladen, entpacken, starten. Das täuscht. Ja, es geht. Ich kann dann damit arbeiten, ich kann damit spielen. Es tut auch das, was es soll. Es ist trotzdem sehr, sehr komplex. Und man kann damit riesige Cluster bauen. Mit inklusive Ausfallsicherheit über mehrere Rechenzentren auf der ganzen Welt verteilt. Und sowas. Und darüber quasi Realtime-Auswertungen über enorme Datenbestände fahren. Achso, genau. Also, das Plugin brauchen wir auch noch. Dann kommen wir mal zu einer Anwendung, die ich jetzt gebaut habe. Ich habe mir mal erlaubt, für eine Beispiel-Webseite ein paar Blogs von einigen, die möglicherweise auch hier jetzt gerade dabei sind, mal ein paar Beiträge zu importieren. Und habe jetzt zumindest schon mal dieses Fantastic Elasticsearch Plugin aktiviert. Das erlaubt mir erstmal eine ganze Menge Einstellmöglichkeiten. Die wichtigste ist gleich auf der ersten Seite, nämlich Enable Search. Das sagt, dass die eingebaute Suche auf meiner WordPress-Installation ersetzt werden soll, dass er nicht mehr in dem MySQL sucht, sondern dass er eben im Elasticsearch sucht. Das muss ich nicht machen. Ich kann dieses Plugin, und das ist so, wie wir es verwendet haben, nur dafür nutzen, dass es sicherstellt, dass neue Beiträge, die ich erstelle, Beiträge, die ich lösche, Beiträge, die ich bearbeitet habe, dass die in den Elasticsearch-Index reinkommen. Aber nicht darüber suchen. Weil ich die Suche so gar nicht mehr haben möchte, sondern vielleicht ganz anders. Das zeige ich dann später, wie sowas aussehen kann. Weil, wie gesagt, also ersetzt die normale Suche, heißt, ich habe die normale Suche nach wie vor mit dem Suchschlitz. Das Ergebnis sieht genauso aus, es ist vielleicht schneller, vielleicht ein bisschen anders sortiert. Ja, das Wichtigste, das ist dann natürlich noch die Server-Settings. Ich muss Ihnen natürlich sagen, unter welcher URL ich meine Elasticsearch-Instanz erreiche und mit welchem Index er zu arbeiten hat. Und den Timeout. Das, was du vorhin gefragt hattest, brauche ich dieses Head und muss ich da selber rumsuchen? Nein, du kannst einfach die normale Suche ersetzen und dieser Timeout sagt, also wenn innerhalb von, in diesem Fall, im Standardwert, innerhalb von 30 Sekunden der Elasticsearch Server nicht antwortet, dann nutzen wir doch die normale Suche direkt im MySQL, weil dann ist der Server abgeraucht, nicht erreichbar, was auch immer. Ich kann auch recht konkret einstellen, was überhaupt indiziert werden soll davon, also welche Felder meiner Beiträge, welche Posttypen, was an Taxonomien und halt auch ganz wichtig, was an Custom Fields zum Beispiel sollen damit aufgenommen werden. Und gehen wir hier noch schnell durch. Ich kann hier noch so ein bisschen Hilfestellung geben, das ist dann dieses Field Mapping. Man zum Beispiel hat, also pass auf, ich habe da so Metadaten, Jahr und Monat zum Beispiel. Also Jahr, Monat, Autor sind Metadaten, mit denen ich händisch jetzt meinen Beispiel-Datenbestand mal angereichert habe, um auf das konkrete Beispiel dann zu kommen, wo ich eigentlich hin möchte. Also man hat jetzt natürlich nicht nee, von den Beiträgen her dabei. Ich kann sagen, dass er Felder nicht analysieren soll. Da unten sieht bei Jahr sieht man noch Range. Da kann man das ist in diesem Plugin vorgesehen, dass man halt so bei so diese Preisfacetten, wie wir sie bei eBay und bei Amazon zum Beispiel gesehen haben. Ne? Ich sage auch mal, ich möchte Weine zwischen von 0 bis 20 Euro, 20 bis 50 Euro und sowas. Das kann man zum Beispiel hier unten in diesem Range für numerische Felder auch innerhalb dieses Plugins schon mit einstellen. Ja, also wir sind fast durch, was die Einstellung angeht. Result Scoring, da kann man ihm dann nochmal sagen, wie er einzelne Felder zu gewichten hat. Und dann gibt es noch als letztes, dass ihm man Index löschen kann oder ihn dazu sagen kann, dass er bitte ihn einmal komplett neu indiziert. Ansonsten ist es so, dass halt
Beim Speichern eines Beitrags geht der, wenn das Plugin dann aktiv ist und konfiguriert, automatisch auch in den Elasticsearch rein. Also, na, es bleibt alles Content ganz normal wie gehabt, bleibt alles in MySQL. Zusätzlich Eintrag in das Elasticsearch mit hier, da gibt es einen Beitrag, das hat den Content, den Titel, den Autor und gegebenenfalls, was noch gesagt wurde, die Kategorien, was eingestellt wurde, was dort zusätzlich indiziert wird. Wenn ich dann das habe. Achso, das wär's. Okay. Gut, also ich habe dann alles in meinem Elasticsearch drin. Dann einmal auf Re-Index geklickt. Habe meine, weiß ich nicht, 150 Beispiel-Posts, die ich jetzt in dieser Instanz hatte, sind dann da drin. Aber es ändert sich erstmal nichts. Ich habe nach wie vor die Standardsuche. Ja, er sucht jetzt in dem anderen Index, weil das Ranking ein bisschen anders möglicherweise. Sieht ansonsten aber vom Ergebnis her erstmal genauso aus. Also noch keine Facetten und kein gar nichts. Und dafür bietet dieses Plugin tatsächlich Methoden, dass man auch die Facetten abfragen kann. Und das wäre jetzt so ein Beispielcode dafür, dass man auf der Suchseite nochmal links davon, ähnlich wie bei eBay, aber in diesem Fall ist es nur die Kategoriefacette, die Facette Kategorie mit einblendet, inklusive der Zahlen, wie viel da drin ist, und das Plugin liefert es dann schon mit, dass man es automatisch dann immer weiter filtert. Das heißt, wenn ich jetzt die Suche eingebe, nicht hübsch ungestylt, aber habe eine Suche nach WordPress gemacht, habe in dem Fall, glaube ich, ungefähr 12 Seiten mit Treffern und habe hier quasi als Facetten die Kategorien und zu jeder Kategorie, die es gibt, gleich mit, also wenn du jetzt auf Entwicklung einschränkst, dann bleiben noch 4 Treffer über in deiner Suche. Das ist dann auch ungefähr so, also wenn man dann mal draufklickt, um das zu zeigen, da habe ich dann glaube ich auf PHP, genau, da habe ich auf PHP weiter eingeschränkt, schiebt sich das entsprechend zusammen, die Filtermöglichkeiten werden kleiner, bekommen nur noch Kategorien aufgelistet, zu denen es tatsächlich auch noch Treffer gibt. Na, wieder ganz wichtig dieses, ich lande nie in einer Sackgasse, wo es keine Treffer mehr gibt. Das ist bei Content wichtig und bei Produkten natürlich noch viel wichtiger. Wenn ich einen riesigen Shop habe mit hunderten, tausenden Produkten, sollen die Leute suchen, die sollen möglichst schnell was finden, aber ich möchte ihnen eigentlich immer nur Wege aufzeigen, wo sie noch was finden. Ich möchte ja niemals, dass sie in einer Sackgasse landen, wo es gar keine Produkte mehr gibt, weil wo es keine Produkte gibt, können sie nichts kaufen. Das ist immer eine ziemlich blöde Erfahrung. Achso, da habe ich dann nochmal weiter gefiltert. Das ist dann aber schon ungefähr so das Ende von dem, was man erstmal so out of the box mit diesem Plugin hinbekommt. Das kann man dann natürlich noch ein bisschen erweitern und ein bisschen hübscher machen. Wie vorhin erwähnt, ich habe die Beiträge noch händisch um Metadaten angereichert. In meinem Fall sowas wie Monat, Jahr und Autor. Und wenn wir jetzt mal also von Hand so eine Anfrage an Elasticsearch stellen. Also früher, in den früheren Versionen bei Elastic hieß das tatsächlich Facet, um Facetten abzufragen. Inzwischen ist das ein bisschen aufgebohrt. Es nennt sich jetzt Aggregations und die kann man auch schachteln. Und ich sage hier mal, pass mal auf, gib mir mal alle Treffer, die es gibt und liefere mir quasi Aggregations, also das sind halt die Facetten für Jahr und für Monat. Und zwar verschachtelt. Das heißt, für das erste Jahr 2015 und dann die Aufteilung innerhalb des Jahres 2015, wie geht es dann weiter auf die einzelnen Monate? Und dann kriegen wir in unserem JSON-Request hier sowas. Also hier oben sind die, was hier zusammengeklappt ist, das sind die Treffer tatsächlich der Suche und hier unten die Aggregations. So, dann haben wir hier, also
Von deinem Gesamtsuchergebnis von 149 Treffern gibt es, die im Jahr 2015 sind, 98. Hier sind wir zusammen, hier ist es weiter für 2014, der Übersichtsteil nochmal aufgeklappt. Für 2014 gibt es noch 10 Treffer, unterhalb von 2014 die Monate, mit dem Monat 7 gibt es 5 Treffer, mit dem Monat 10 gibt es, ja, das kann man nicht mehr lesen, ich glaube das sind 3. Und bei 2015, gut, steht hier noch eine Langzeile, weil ich es zusammengeklappt hatte, Monat 7 24 Treffer, Monat 8 17, Monat 10 15. Jetzt brauchen wir noch was, um das hübsch zu machen. Da gibt es dann unter anderem Facet View. Das ist jQuery, JavaScript, was man sich nehmen kann, zum Beispiel, um sowas dann interaktiv schon so sehr eBay-ähnlich oder Amazon-ähnlich auf- und zuklappbar zu machen. Das sieht im allereinfachsten Fall, den wir dann gleich sehen, nur noch so aus. Ich sage also, ich möchte ein Paging haben über 10 Elemente auf dieser Seite und in diesem Fall möchte die Facetten oder die Felder das fürs Jahr haben und für den Autoren und für die Kategorien. Und wenn ich die Seite aufrufe mit dem JavaScript-Code, dann habe ich sowas. Na, ich habe meine Jahre. Ach, die sind gar nicht aufgeklappt. Gut. Ich habe meine Jahre, ich habe meine Autoren, ich habe meine Kategorien, ich kann das einzeln auf- und zuklappen. Ich kann entsprechend immer weiter einschränken und bekomme halt trotzdem nur Filter angezeigt oder zur Auswahl, hinter denen es tatsächlich Treffer gibt. Ohne. Und das in dem Moment, wo ich sowas halt wirklich mit größeren Mengen, mit verschiedenen Facetten, irgendwann muss ich mir auch überlegen, okay, wenn es sehr viele Elemente gibt, also bei den Kategorien zum Beispiel, wie sortiere ich denn die? Wie viel stelle ich überhaupt dar? Mache ich nur die 10 mit den meisten Treffern? Mache ich dann irgendwie was zum Aufklappen? Weil Hunderte kann ich nicht. Irgendwann ist die Seite zu lang. Das funktioniert alles so nicht. Wirklich. Da muss man sich schon ein paar Gedanken machen. Und damit kommen wir dann quasi schon zu den Hinweisen. Also. Zum Enden mal, Elasticsearch ist ein unglaublich komplexes Produkt, egal wie einfach es erstmal aussieht. Gegebenenfalls Hosting einkaufen. So, wenn man nicht weiß, was man da tut, sucht ihr jemanden, der es weiß. Man kann unglaublich viel falsch machen. Dann, ganz wichtig, teste mit überschaubaren Datenmengen. Und überschaubar heißt, nimm eine Menge, wo du weißt, was dein erwartetes Ergebnis ist. Weil mit Tausenden, 5.000, 10.000 Posts kann ich das nicht überschauen. Und das heißt, ich weiß nicht, was ich erwarte als Ergebnis von dieser Suche. Weil, um wieder zum ersten Punkt zu kommen, Elasticsearch ist sehr komplex. Das heißt nämlich, ich kann ihm also sagen, Aggregations auf Facetten mit Subfacetten, ich kann ihm zu allen möglichen Sachen noch Filter mitgeben. Ich kann sagen, also was noch zu diesem Feld. Also erstmal, was sind das für Typen? Ist das String? Sind das Geodaten? Ist das Integer? Ist das irgendwas anderes? Ich kann dazu wieder Code hinterlegen. Er sagt, also in diesem Feld machst du erstmal irgendwie was, bevor du das dann auswertest. Also die Autoren zum Beispiel in dem Beispiel, das war noch eine Baustelle. Die tauchten doppelt auf. Vorname und Nachname war durch den Space getrennt. Ja, müsste man wieder was Eigenes hinterlegen, um zu sagen, okay, also bei Autor fällt, das ist nicht was, das ist nichts Getrenntes, das ist ein Ding, das hast du als eins zu behandeln. Und letzten Endes, mach dir erstmal vernünftig Gedanken, was sind eigentlich deine Facetten von deinem Ding? Also worauf will ich es eigentlich einsetzen? Ja, sind es Posts oder sind es Produkte? Und dann wie bei allen Beispielen, bei Amazon, eBay und so weiter, ich habe ja Produktkategorien oder vielleicht unterschiedliche, komplett unterschiedliche Dinge, die natürlich auch nicht identische Facetten haben. Das hat ja einen Grund, warum bei allen Beispielen, die ich gezeigt habe, wo es um Shops ging, nicht auf der ersten Startseite man schon eine Facettenauswahl hat oder eine Facettennavigation. Geht ja gar nicht. Wein und Autos haben so gar nichts miteinander zu tun. Also da kann ich auch nicht schon, jetzt such mal schon mal über deine Facetten. Also außer ich habe gerade bei einem gemischtwaren Laden wie Amazon,
geht es nicht. Also ja, klar, technisch geht es natürlich schon, aber ist natürlich komplett sinnbefreit, irgendwie da an der Stelle schon die Facetten von sämtlichen Produktkategorien mit auszuprobieren. Und wie gesagt, wirklich, was habe ich eigentlich? Klar, bei dem Post ist es ganz relativ einfach. Erstmal so, ja, ich habe einen Autoren, ich habe ein Jahr, ich habe einen Monat. Ich habe grundsätzlich ein Datum, das heißt, ich kann also auch sowas bauen wie Beiträge der letzten Woche, des letzten Monats, des letzten halben Jahres. Das ist, wenn man große Datenmengen hat, ja durchaus auch schon hilfreich. Meins, was ich, wie ganz am Anfang erwähnt, bei Google sehr häufig halt verwende, einfach um sozusagen, ich brauche jetzt nicht die Antworten zu meinem Problem von vor 3 Jahren, weil das bezieht sich auf Softwareversionen, die nicht mehr aktuell sind. Kategorien, möglicherweise, Schlagworte, möglicherweise. Vielleicht habe ich andere spannende Metadaten zu meinen Beiträgen, die ich dazu verwenden kann. Also erstmal analysieren, was habe ich, wie ist das ein mögliches Nutzungsszenario eigentlich, wie geht ein User ran, was erwartet eigentlich ein User? Und natürlich grundsätzlich, ja, was habe ich denn eigentlich? Ne? Wenn ich irgendwie eine Newsseite, wo ich 50.000 Beiträge habe, ist das halt was anderes, als wenn ich irgendwie ein großes WooCommerce habe. Oder eine große Community-Seite, halt wieder ganz was anderes. Also da muss man erstmal eine Menge Hirnschmalz reinstecken. Aber ich denke, es lohnt sich, weil man wirklich die User-Erfahrung, denke ich, doch anheben kann und wirklich, das klingt jetzt abgedroschen, so ein Nutzungserlebnis und so. Aber ich glaube wirklich, dass man den Benutzern weiterhilft. Also immer dem Moment, wo ich einen großen Inhalt habe, wo es schwierig ist, vielleicht das zu finden, was ich wirklich haben möchte, da glaube ich wirklich, dass das ein guter Weg ist, um meine riesige Menge von Content, die ich habe, irgendwie begreifbarer und findbarer zu machen. Wäre ich eigentlich auch schon durch? Quasi mehr oder weniger Punktlandung, ne? Na gut, dann haben wir noch Platz für Fragen. Ansonsten, wenn keine Fragen sind, verabschiede ich euch in die Verabschiedung. Stefan. Hast du mal wirklich große Datenmengen eingefüllt, einfach um mal einen Performance-Vergleich zu haben? Was kann die Standard-Workspace-Suche im Vergleich zur Elastic? Also frage nochmal für die Aufnahmefrage, ob ich mal einen Vergleich gemacht habe mit wirklich großen Datenmengen, zwischen, was den Performance-Vergleich angeht, zwischen Standardsuche in MySQL und Elasticsearch. Kurze Antwort, nein, mehr als 50.000 Beiträge habe ich noch nie getestet. Da merkt man es wahrscheinlich. Noch nicht wirklich relevant. Also mein lokaler, das ist eine langsame Möhre, da merkt man es nicht. Müsste man auch wirklich performante Hardware mal testen. Dann denke ich, es ist sicherlich messbar, ob das in einer Größenordnung dann ist, wo es sich wirklich schon lohnt, weiß ich nicht. Also jedenfalls, wenn es nur rein um die Beschleunigung der Suche geht und ich behalte oben meinen Suchschlitz. Natürlich kann ich auch sowas wie Facetten in MySQL selber coden, aber das dürfte extrem auf die Performance gehen. Weil ich da halt diese ganzen Abhängigkeiten, das muss ich mir alles selber zusammensuchen und da ist so, gib mal, ist da. Du hattest dich gemeldet. Ja, ich will noch interessieren, was die Connection von diesem Elasticsearch-Server zurück ist. Das ist ein Link von meinem Artikel in WordPress und ich zeige dann aus meiner WordPress-Datenbank den Inhalt. Du bekommst. Du musst ja noch nicht mehr zwingend auch den Content da reinschieben. Also du legst da fest, was für Felder überhaupt alles da reinkommen. Und, Moment, jetzt muss ich hier schnell suchen in den Folien. Na. Das bekommst du. JSON. JSON mit Inhalt und hier, Blog-ID steht drin, Post-Content, da kommt dann irgendwann auch die, hier, Post-ID, hast du auch mit drin in deinen Treffern? Also das ist jetzt so die Standardfrage mit, gib mir alles. Kannst du da sagen, ich will nur ein bestimmtes Feld? Immer vorausgesetzt, dass die Felder, die du haben möchtest, du auch reingetragen hast. Also du musst es ja auch nicht mit so einem Plugin machen, du kannst ja auch selber reinschreiben, du kannst ja einfach per Post einfach eine Restschnittstelle, einfach per Post sagen, ist schemalos, das Ding. Also alles reinschreiben.
sondern dich wieder irgendwie abgefragst. Ich bin, glaube ich, bei der Recherche mal drüber gestolpert, aber wenn es kommerziell ist, habe ich es mir definitiv nicht angeguckt. Also, aber das benötigt jetzt kein Elasticsearch, oder schon? Das heißt, DGP Search verspricht auch, dass die Inhalte so gefiltert, ja. Aber wie gesagt, weil es kommerziell ist und ich das als Verbraucher habe, ich natürlich auch nicht gekauft oder ausprobiert. Und das hat mich jetzt mal interessiert, falls du das kennst, ob du dazu was sagen kannst. Nein, ich hatte ganz konkret wirklich nach Plugins gesucht, die Elasticsearch unterstützen. Weil das war, wo wir damit angefangen hatten, uns auseinanderzusetzen, schon klar, dass es Elasticsearch sein wird. Wie gesagt, man kann sowas auch selber bauen, aber es dürfte die Datenbank ziemlich stark belasten, wenn man diese ganzen Informationen erstmal zusammensammeln muss bei einer Auflistung oder beim Suchergebnis. Aber ja, kann man machen. Und nee, das genannte Plugin kenne ich nicht. Kann ich also auch nicht sagen, ob das jetzt Elasticsearch verwendet oder ob das quasi nachbaut. Und direkt in MySQL suchen, weiß ich nicht. Da hinten war noch eine Frage. Ja, dann mach du. Ich wollte kurz was zu der Performance sagen. Also wir hatten eine super, also nicht in WordPress gemacht, aber allgemein, wenn die MySQL umsetzt, mit 10 Millionen Einträgen, haben wir auf Elasticsearch notiert und konnten halt super dadurch noch der 60% verschnellen. Ja, glaube ich sofort. Bitte. Zwei Fragen. Kann man mit diesem Plugin so auch eine Maske zusammenstellen? Nein. Zweite Frage. Kann man sich bei einem WordPress-Entwickler dazu, dass er die Plugins und dann verzichtet? Gute Frage. Also. Keine Ahnung, mal ein Ticket einwerfen und das vorschlagen. Also grundsätzlich ist das Thema Elasticsearch nicht völlig unbekannt dort. Ich bin nämlich drüber gestolpert, weil auf der ElasticCon am Dienstag, wo wir waren, hatte ich im Nachhinein nochmal auf der Webseite geguckt und da tauchte dann plötzlich auch WordPress als Sponsor auf. Und daraufhin habe ich dann mal ein bisschen rumgegoogelt zu dem Thema und ja, auf vip.wordpress.com gibt es tatsächlich so zwei Seiten, wo dann mal angedeutet wird, ja, also wenn du unser VIP-Hosting, dann gibt es auch eine Suche mit Elasticsearch dahinter. Also grundsätzlich ist das Thema da angekommen und ich lehne mich, glaube ich, nicht sehr weit aus dem Fenster, wenn ich mal sage, dass das Operations-Team bei denen ganz bestimmt auch Elk-Stack verwendet für Monitoring und all sowas. Also doch, das Thema wird dort sicherlich angekommen sein, aber das erlaubt natürlich keinerlei Rückschlüsse, wann das mal auf den Meta-Seiten da zur Verfügung stehen wird. Das, wie gesagt, ja, mal ein Ticket einwerfen und vorschlagen, vielleicht gibt es auch schon eins. Ja, aber wenn er nicht sagt, wie viele Treffer es gibt und das auch einschränkt, ist es noch keine facettierte Navigation. Dann ist es halt nur eine Auflistung, wie du es standardmäßig natürlich in der Sidebar auch hast. Ne? Hast du halt die Auflistung von deinen Kategorien. Wenn du die Kategorie anklickst, bekommst du nur noch die Inhalte dieser Kategorie. So ist es dort ja auch, aber es sieht so ähnlich aus, ist aber sehr, sehr weit davon entfernt. Haben wir noch weitere Fragen? Ja, nicht nur prinzipiell, ja, geht. Du musst wissen, was du da tust und du musst dich da einarbeiten. Und die andere Sache, weil ich das ja nicht habe, ist so eine Größenordnung nennen, angenommen, eine Seite bräuchte das vielleicht, sind das 10 Euro im Monat oder sind das 1000 Euro im Monat? Also es sind keine 10 Euro und es geht sehr, sehr viel teurer. Also es gibt ein paar Anbieter, ich habe jetzt auch keinen Namen parat, weil ich da jetzt noch nicht wirklich gesucht hatte. Ich weiß, dass die Elastic-Jungs haben jetzt unter dem Namen Found sowas im Angebot.
Das geht in der einfachsten Konfiguration bei $45 los. Und wenn du mal überall auf Maximum gehst, bist du bei, ich glaube, 17.000 im Monat. Dann habe ich aber irgendwie maximale Server mit, keine Ahnung, 16 Gigramm und 256 SSD auf 3 Datacenter in der Welt verteilt und halbstündliches Backup und irgendwie so auf Klick kriege ich neue Instanzen und sowas. Das geht richtig teuer, aber es gibt auch andere Anbieter. Auch wenn ich da jetzt nicht unbedingt was nennen kann. Wer bitte? Achso, es gibt Anbieter. 10 oder 100 MB-Daten nach Kostenlos. Ja, also einfach mal googeln, Elasticsearch Hosting. Ich habe mit keinen von denen Erfahrung. Also wir es da, wo es eingesetzt wurde, bis jetzt tatsächlich selber hosten. Und da, wo ich drüber reden könnte, das ist alles noch in der Entwicklung, da gibt es noch keinen. Da ist die Frage noch nicht beantwortet, wie das mit dem Hosting hinterher aussehen wird. Weitere Fragen? Dann entlasse ich euch jetzt in die Verabschiedung. Punktlandung, Rock'n'Roll!